Ich begrüße dich zum 35. Videoblog von Katzers Literatur Crossover. Heute geht's, wie soll es dieser Tage anders sein, um Silvester, Neujahr und Literatur natürlich. Und ganz international. So weiß zum Beispiel kaum jemand, wie das übliche Neujahrsfeuerwerk in Schweden heißt. Köttböller. Naja. Und Philosoph, das wird ja nach der Kalender gibt es historisch gesehen schon seit über 10.000 Jahren. Nur haben sie die von Anfang an voneinander sehr stark unterschieden. Zum Beispiel in England hat man sich lange nach dem Mond orientiert. Im alten Ägypten wieder nach der Sonne. Die Chinesen haben beide Methoden kombiniert und so weiter und so weiter. Den Kalender, der heute in den meisten Teilen der Welt verwendet wird, den haben die alten Römer schon entwickelt, aber immer wieder verändert. So gab es von Beginn weg nur 10 Monate, von März bis Dezember. Deswegen heißt ja unser 9. Monat heute noch September, nach dem lateinischen Septem, 7. Ja, und erst unter Julius Caesar wurde der nach ihm benannte julianische Kalender mit 365 Tagen mit alle 4 Jahre einem Schaltjahr eingeführt. Berechnet hat ihn übrigens der Astronom und Mathematiker Saussy Genèse. Der hat den Kalender mit der Sonne synchronisiert, hat sie allerdings dabei um 11 Minuten verkalkuliert. Und dabei wurde auch der 1. Jänner als Jahresbeginn festgelegt. Aber nur deswegen, weil jedes Jahr an diesem Tag 2 Konsuln, das waren höchste Regierungsbeamte, ihren Dienst angetreten haben. Und das wurde damals schon feuchtfröhlich gefeiert. Cicero hat sich gefragt, was von den Konsuln denn am 1. Jänner zu erwarten wäre. Und hat gleich selber geantwortet, nämlich ausschlafender Räusche, hat er gesagt. Den Namen Silvester, abgeleitet vom lateinischen Wald, Silva, gibt es aber erst seit dem 16. Jahrhundert. Damals hat nämlich der Papst Gregor den letzten Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den 31. verlegt. Aber nur deswegen, weil an diesem Tag sein Vorgänger, Papst Silvester, gestorben ist. Und vom Wunsch eines guten Rutschs ins nächste Jahr gibt es auch verschiedene Herkunftsdeutungen. Nach den Brüdern Grimm gab es die sogenannte glückliche Rutsch, eine gute Fahrt eben ins neue Jahr. Oder das jüdische Rosh Hashanah Tov, einen guten Kopf, einen guten Anfang zu wünschen, wurde vom Ballhorn zu einem guten Rutsch. Ja, und was sagt überhaupt die Literatur zu Neujahr und Silvester? Wir sind ja schließlich hier im Katzerschen Literatur-Crossover. Jede Menge. Da gibt es zum Beispiel von Hans Christian Andersen das traurige Märchen von dem Mädchen mit den Schwefelhölzern, in deren Flammen das erfrierende Mädchen lauter wunderschöne Wunschbilder fantasiert. Oder Peter Rossiger wünscht sich in Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht, kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht und viel mehr Blumen, solange es geht, nicht erst an Gräbern, da blühen sie zu spät. Ziel sei der Friede des Herzens, Besseres weiß ich nicht. Theodor Fontane schrieb seiner Schwester Lieschen, hab ein heiteres, fröhliches Herz, Jänner, Februar und März. Sei immer mit dabei im April und Mai. Kreische vor Lust in Juli, Juli, August. Habe Verehrer, Freunde und Lober in September und Oktober. Und bleibe meine gute Schwester bis zum Dezember des nächsten Silvester. Vom genialen, aber leider sehr alkoholischen Joachim Ringelnatz gibt es auch ein ziemlich furchtbares Silvestergedicht. Nämlich das heißt Silvester bei den Kannibalen. Das muss ich euch vorlesen. Am Silvesterabend setzen sich die nackten Menschenfresser um ein Feuer und sie wetzen Zähne klappernd lange Messer. Trinken dabei, das schmeckt sehr gut, Bambussoda mit Menschenblut. Dann werden aus einem tiefen Schacht die eingefangenen Kinder gebracht und kalt gemacht. Ja, das kürzt jetzt aus Jugendschutzgründen ein bisschen ab. Der letzten Strophe heißt es dann, und wenn die Kannibalen dann satt sind, besoffen und überfressen ganz matt sind, dann denken sie der geschlachteten Kleinen mit Wehmut und fangen dann an zu weinen. Naja, derselbe Ringelnatz beschreibt aber auch, was er täte, wenn er das neue Jahr regieren könnte. Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich die ersten Nächte schlaflos verbringen und darauf tagelang ängstlich und kleinlich ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen. Dann hoffentlich aber laut lachen und endlich den lieben Gott abends leise bitten, doch wieder nach seiner Weise das neue Jahr göttlich
selber zu machen. Ja, und dann gibt es natürlich noch jede Menge alte, hochweise Bauernweisheiten, wie zum Beispiel Silvesternacht düster oder klar deutet auf ein neues Jahr. Ja, oder friert's an Silvester zu Berg und Tal, geschieht's im Jahr zum letzten Mal. Ja, und in diesem Sinn wünsche ich euch einen guten Rutsch in ein glückliches und vor allem auch gesundes 2023. Bleibt's mir gewogen und ich sag für heute und für dieses Jahr versprochenerweise das letzte Mal. Tschüss und keep swinging.